Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die YouTube-Trends 2020, die meistgeklicktesten Videos im deutschsprachigen Raum. Ja, fangen wir an mit Platz Nummer 10. Platz Nummer 10 war: Der Bayern-Tornado fegt über Barca hinweg. FC Barcelona gegen FC Bayern 2:8. Ja, das Ganze war ein Video von DAZN UEFA Champions League und hat insgesamt 6,893 Millionen Klicks. War dann im Jahr 2020 tatsächlich das 10. erfolgreichste Video. Man muss sagen, im Nachhinein hat sich der Klickwert wirklich noch deutlich erhöht. Wir gehen jetzt quasi vom Standpunkt Ende 2020 auf und da war es damals dann noch deutlich unter 4 Millionen. Deswegen kommen wir jetzt zu Platz Nummer 9. Platz Nummer 9. 10 Minuten Maske, einfache Behelfsmaske, Nähen, schnelle Gesichtsmaske für Anfänger mit Nasenbügel. Das Ganze kam von dem Kanal Nähsüchtig. Der hat auch mittlerweile schon 60.700 Abonnenten. Und war natürlich zum Anfang der Corona-Pandemie rausgekommen, am 13.04.2020 und hat bis heute 4,846 Millionen Aufrufe gemacht. Platz Nummer 8. 10 Minuten App Workout. No Equipment, Pamela Reif. Ja, das Ganze, ich glaube, da muss man nicht so viel zu sagen. Gerade jetzt auch in der Pandemie ist das Ganze natürlich richtig steil gegangen. Pamela Reif hat mittlerweile 7,41 Abonnenten auf YouTube, also international ist das Ganze auch komplett durch die Decke geschossen. Das Video gibt es schon seit dem 20.10.2019 und hat jetzt mittlerweile, dieser Kanal ist ja komplett durch die Decke geschossen und dieses Video auch, 56,491 Millionen Klicks. Also müsste wahrscheinlich in diesem Video schon auf der Top 1 stehen, aber wir rechnen, wie gesagt, mit Ende 2020 und da hat er das Ganze so rund um die 5 Millionen Klicks oder so. Platz Nummer 7. Was ist ein Brater? Kinder fragen Rapper mit Capital Bra und Bosa Late Night Berlin auf Pro7. Das Ganze gibt es auf dem Kanal Late Night Berlin, also auf dem YouTube-Kanal. Der Kanal hat 804.000 Abonnenten und das Video kam auch erst Ende 2020 raus. Das ist ganz interessant und zwar kam es am 12.10.2020 raus und hat es trotzdem in diesen verbleibenden noch nicht mal anderthalb Monaten hat es geschafft, sich wirklich auf die Platzierung 7 einzustellen und hat bis heute insgesamt 7,63 Millionen Aufrufe. Nicht schlecht. Platz Nummer 6. Der Pennymarkt auf der Reeperbahn. Spiegel TV Klassik von 2007. Das Ganze natürlich auf den gleichnamigen YouTube-Kanal der Spiegel. Der Spiegel hat auch insgesamt 1,16 Millionen Abonnenten auf YouTube. Das Video ist am 14.03.2020 erschienen, hatte also sehr viel Zeit in diesem Jahr und konnte bis heute 6,275 Millionen Aufrufe erspielen. Ich glaube, das ist auch ein Video, was jeder mal irgendwie an der Seite gesehen hat. Vor allem jetzt auch, wenn man das Thumbnail sieht, dann wird das einem auf jeden Fall bekannt vorkommen. Platz Nummer 5. Coronavirus, unnötiger Alarm bei Covid-19, Harald Lesch. Das Ganze gibt es auf dem Kanal Terra X mit Lesch und Co. Dieser Kanal hat 839.000 Abonnenten. Sehr, sehr guter Kanal. Ich habe ihn auch selber abonniert. Das Video kam dann natürlich auch zum Anfang der Corona-Pandemie raus. Also man merkt es jetzt schon in all den Videos. Viele Auswirkungen von Corona, außer jetzt beim Pennymarkt oder bei diesem Bratan-Video. Aber ansonsten das Workout, wie bastel ich eine Maske, das war ja alles schon ein bisschen Corona instruiert und auch hier ist es, glaube ich, der Fall. Das Ganze hat bis heute dann 6,932 Millionen Aufrufe einspielen können. Kommen wir zum Platz Nummer 4. Das ist die Zerstörung der Presse von Rezo auf dem Kanal Rezo Ja Lol Ey. Das Video kam Mitte des Jahres raus, am 31.05.2020, auf diesem Zweitkanal von Rezo und hat bis heute dann 3,5
925 Millionen Aufrufe einspielen können und ist ja vor allem am Anfang relativ durch die Decke gegangen und war so ein bisschen, ja, das erste Weiterführen von Zerstörung der CDU und deswegen ist es natürlich auch nochmal gut durch die Decke gegangen. Platz Nummer 3, ein Video, wo auch sehr, sehr viele Memes danach entstanden sind. Die Meme-Kultur hat sich gefreut. Bibis Beauty Palace, wir zeigen euch unser Haus, die Haustour bei Bibi. Natürlich vom Kanal Bibis Beauty Palace. Der Kanal hat 5,92 Millionen Abonnenten. Ich weiß gar nicht, ob es aktuell wirklich auch der meistabonnierteste ist oder ob das bei Gronkh liegt, also ein deutschsprachiger Kanal, wozu dann auch wirklich nur dieser Content quasi zählt. Also ich glaube, es gibt da noch so einen Fußballkanal, der hat ja wirklich über 15 Millionen, kommt theoretisch aus Deutschland. Pamela Reif haben wir ja eben auch geklärt mit 7 Millionen Abonnenten. Aber es geht wirklich darum, dass hier auch deutscher Content dann produziert wird. Und genau, Bibis Beauty Palace hat also 5,92 Millionen Abonnenten. Und das Video, welches auch ungefähr Mitte des Jahres, also am 17.05. rausgekommen ist, hat insgesamt bis heute 6,796 Millionen Aufrufe eingespielt. Warum erwähnte ich, dass es dann wirklich in der Meme-Kultur viele Wochen danach noch wirklich sehr abging? Es ging um die Einbauschränke. Es gab wohl sehr viele Einbauschränke in diesem Haus und danach wurde immer gescherzt, dass quasi alles, was sich in Bibis Haus befindet, ein Einbauschrank ist, gefühlt vom Boden zur Decke. Zu sämtlichen Sachen. Überall hinter befindet sich dann doch noch ein Schrank, weil gefühlt jede Wand, jede Zwischenwand ein Einbauschrank war. Also das war meme-kulturmäßig, ging es da richtig ab. Platz Nummer 2, ein Video, was an niemanden vorbeigegangen ist. Männerwelten, Belästigung von Frauen, Joko und Klaas, 15 Minuten live auf dem Kanal von Joko und Klaas. Der Kanal von Joko und Klaas besitzt 1,39 Millionen Abonnenten. Das Video kam auch ungefähr Mitte des Jahres raus, am 13.05.2020 und war damals natürlich auch ein Re-Upload der Live-Show, weil in der Sendung Joko gegen ProSieben können ja immer 15 Minuten für Joko und Klaas an Sendezeit gewonnen werden. Diese hatten sie gewonnen und haben sie dann hier sehr gut eingesetzt, um ja ein kleines, kurzes, aber feines und erschreckendes Video über die Belästigung von Frauen in Deutschland zu machen. Das ganze Video hat dann 4,378 Millionen Aufrufe erzielt und ich glaube, jeder erinnerte sich. Also in jeder Story, die man so gesehen hatte, wurde das Video geteilt. Es war ein sehr gutes, ein sehr wichtiges Video und deswegen, ja, auch an dieser Stelle zu Recht dann Ende 2020 auf Platz 2 der meistgeklickten Videos in Deutschland gelandet. Und nun kommen wir zum lang ersehnten Platz 1. Platz Nummer 1. Corona geht gerade erst los von MyLab. MyLab hat auf YouTube 1,31 Millionen Abonnenten und konnte hiermit das erfolgreichste Video im Jahr 2020 im deutschsprachigen Raum erstellen. Ja, das ganze Video kam am 2.4.2020 raus. Man sieht hier auf dem Thumbnail steht ganz groß Phase 2. Und es ist natürlich ganz klar über Corona. Natürlich nicht nur wegen dem Titel, sondern es ist natürlich so, wie ich es eben schon sagte, die Trends insgesamt des Jahres 2020 waren sehr von Corona geprägt und so natürlich auch der Platz Nummer 1. 6,593 Millionen Aufrufe konnte das ganze Video einspielen. Das hat ja auch wirklich mehr als ein halbes Jahr Zeit und das ist wirklich auch ein fachlich sehr gutes Video. Ich glaube, wir alle freuen uns, dass Mai so gute Arbeit hier auf YouTube leistet und auch so konstant gute Arbeit und auch einfach in einer hohen Qualität. Und das freuen uns alle und deswegen ist dieses Video auch zu Recht auf Platz 1 gegangen. Ich glaube, die meisten dürften es mindestens gesehen haben oder zumindest als Thumbnail neben dem Bild gesehen haben, wenn es sie dann doch nicht interessiert hat. Aber 6,53 Millionen Klicks, das ist wirklich eine Hausnummer für dieses Jahr. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, was war vielleicht euer Lieblingsvideo? Was war vielleicht sogar eine Überraschung? Für mich war es tatsächlich das Maskenvideo vom Kanal Nähsüchtig. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, habe ich auch nicht gesehen persönlich. War vielleicht das Video, was alle unsere Mütter gesehen haben.
aber deswegen auch eine super Überraschung, dass du im Prinzip mit so einem kleinen Kanal auch wirklich in die Top 10 der deutschen Trendvideos kommen kannst. Und am Ende sogar 4,84 Millionen Klicks haben kannst, was wirklich auch die wenigsten richtig bekannten und großen YouTuber Deutschlands schaffen. Das war wirklich eine große Überraschung. Ansonsten natürlich der große Durchbruch von Pamela Reif. Wie gesagt, das Video ist ja jetzt unangefochten auf dem Platz Nummer 1. Es hat ja 56,491 Millionen Klicks. Das ist ja, geht ja in ganz andere Dimensionen. Ihr Kanal hat 7,41 Millionen Abonnenten. Also das ist wirklich fernab von allem und auch das natürlich eine krasse und steile Entwicklung. Ich glaube, ansonsten vielleicht, das müsste man noch nebenbei mal nennen, Ehrenpflaume. Ich glaube, für uns alle der Top-Einsteiger 2020, Senkrechtstarter, was man vielleicht noch dazu erwähnen sollte. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, vielleicht auch, was euer Lieblingsvideo im Jahr 2020 war. Aber jetzt auch von dieser Liste, was ist euer Lieblingsvideo, was die größte Überraschung? Schreibt es mal unten rein. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.